Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Sie schauen den Elbe-Kanal und sehen das Regionalmagazin am Mittwoch, den 19. Februar. Wettertechnisch ist es natürlich immer noch grau und betrübt draußen. Die genauen Wetteraussichten dann später in der Sendung. Jetzt erst einmal, wie gewohnt, die Themenübersicht. Kulturgut. Dr. Gunnar Schellenberger lädt Angela Kolb-Janssen ins Ringheiligtum ein. Feuerwehrfest. Buntes Programm unter dem Motto Tradition trifft auf Moderne. Und Events. Wir zeigen Ihnen die neuesten Veranstaltungen aus Ihrer Region. Unser erster Beitrag führt uns heute nach Pömmelte, denn dort führte Frank Löbig vom Salzenmuseum die beiden Politiker Dr. Gunnar Schellenberger und Professor Dr. Angela Kolb-Janssen durch das Ringheiligtum. Am Dienstag, den 4. Februar 2020, besuchte die Landtagsabgeordnete Professor Dr. Angela Kolb-Janssen gemeinsam mit Dr. Gunnar Schellenberger das Ringheiligtum in Pömmelte. Der Kulturstaatssekretär des Landes Sachsen-Anhalt hat Frau Dr. Kolb-Janssen eingeladen, einer gemeinsamen Führung durch das Ringheiligtum unter Leitung von Frank Löbig vom Salzlandmuseum in Schönebeck beizuwohnen. Bei diesem Rundgang durch die historische Anlage informierten Dr. Gunnar Schellenberger und Frank Löbig über die Planung für eine bessere touristische Vermarktung des Ringheiligtums sowie anstehende Bauvorhaben und Erneuerungen. Noch in diesem Jahr beginnt der Baustart für ein anliegendes Besucherzentrum und zum Jahresende wird es eine Kooperation mit der Sonderausstellung zur Himmelsscheibe geben. Ebenfalls steht die Idee im Raum, Augmented Reality-Technik einzusetzen, sodass Besucher des Ringheiligtums nur mithilfe ihres Smartphones oder Tablets in die Geschichte des Ortes eintauchen können. Bei der circa eineinhalbstündigen Führung erklärte Frank Löbig anhand von Kartenmaterial, Fotos und Originalfundstücken, wie sich der Ort um das Ringheiligtum entwickelt hat. So begutachtete die kleine Gruppe die eindrucksvolle Kreisgrabenanlage von oben und besuchte jahrhundertealte Grabstellen. Eine besondere Auffälligkeit ist, wie Frank Löbig mit Klanghölzern verdeutlichte, die Akustik im Ringheiligtum. Nach diesem aufschlussreichen Vormittag in Pömmelte blicken wir nun gespannt der Weiterentwicklung dieses historischen Ortes entgegen. Das Feuerwehrfest am kommenden Samstag wirft seine Schatten voraus. Wir haben nochmal alle Informationen für diese Veranstaltung für Sie. Das Edeka in Schönebeck lädt am 22.02. in der Zeit von 10 bis 16 Uhr zum Feuerwehrfest hier im Salzer Park ein. Geboten wird an diesem Tag ein buntes Rahmenprogramm. Wir, die Traditionsgruppe, werden mehrere Schauvorführungen machen, unter anderem, was man an Fehlern machen kann, aber nicht machen sollte. Des Weiteren wird die moderne Technik eine kleine Ausstellung machen, damit Sie sehen, mit welchen Mitteln wir heute arbeiten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Und wir hoffen, dass das Wetter mitspielt und alle hier in Schönebeck sich beim Edeka einfinden. Eine Veranstaltung für Groß und Klein, für die gesamte Familie. Am Samstag ab 10 Uhr geht's los. Und wir blicken jetzt auf die aktuellen Kurzmeldungen aus der Region. Wie immer kurz und kompakt für Sie zusammengefasst. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Der Oberbürgermeister Bert Knoblauch stattete dem Schönebecker Künstler Dieter Schüler einen Besuch ab. In seinem Atelier in der Moskauer Straße überzeugte sich das Stadtoberhaupt vom umfangreichen und farbenintensiven Gesamtwerk des Künstlers. Der 80-Jährige weist ein großes Spektrum an Maltechniken auf, ist aber vor allem durch seine zahlreichen Landschaftsbilder und Naturstudien bekannt. Die nächste Bürgerversammlung für den Stadtteil Felgeleben findet am Donnerstag, den 20. Februar 2020 um 18 Uhr im Vereinsheim des SV Wacker Felgeleben e.V. statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden interessierte Anwohner über aktuelle Themen informiert. Die Verwaltung beantwortet in der Bürgerversammlung überdies nach Möglichkeit allgemeine Fragen für den Stadtteil Felgeleben. Ranis Helau heißt es wieder am 23. Februar 2020. Um 14 Uhr startet der bereits 66. Rosenmontagsumzug und das sollten Sie nicht verpassen. Bis um 13.30 Uhr können die Besucher durch den Ort in Richtung Prenzin fahren und dort auch parken. Sie werden dann vor Ort eingewiesen.
Die Raniser Narren freuen sich auf ihren Besuch. Zu einer Vollsperrung kommt es vom 24.02. bis zum 10.04.2020 im Schönebeck-Elbtor und in der Mühlenstraße. Hier wegen des Baus einer Hochwasserschutzanlage. Es wird um Beachtung gebeten. Die Raniser Dorfstraße wird vom 25. Februar bis zum 21. August dieses Jahres zwischen den Hausnummern 29 und 39 vollständig für den Straßenverkehr gesperrt. Grund dafür sind umfangreiche Kanal- und Straßenbauarbeiten. Es wird um Beachtung gebeten. Der Weberweg in Schönebeck-Elbe wird zwischen dem G&R Autoservice und dem Hintereingang des Amtsgerichtes vom 11. bis 21. Februar dieses Jahres voll für den Straßenverkehr gesperrt. Grund dafür ist eine Sanierung der dortigen Fahrbahnoberfläche. Es wird um Beachtung gebeten. Aus persönlichen Gründen werden die Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck in der Friedrichstraße 117 im Monat Februar wie folgt geändert. Montag von 8 bis 12 Uhr, Dienstag von 13 bis 18 Uhr, Mittwoch geschlossen, Donnerstag von 12 bis 16 Uhr sowie freitags geschlossen. Es wird um Beachtung gebeten. Gesunde Haltung durch Bewegung. Wer die Übungen aus diesem Kurs in den Alltag integriert, kann sich fit halten und Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems und des Skelett- und Muskelsystems vorbeugen. Teilnehmer lernen, sich nach einer aktiven Phase wieder zu entspannen. Der Kurs beginnt am Dienstag, den 25. Februar um 16 Uhr. Anmeldungen online unter kvhs.salzankreis.de oder direkt in der Geschäftsstelle Tischlerstraße 13a. Informationen zum Kursangebot gibt es auch telefonisch unter 03471 68 46 24 11 0. Berufsbildenden Schulen in Schönebeck laden am Mittwoch, den 26. Februar 2020, interessierte Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern von 14 Uhr bis 17 Uhr zu einem Informationstag ein. Bei der Veranstaltung können Interessenten unter anderem mehr über die angebotenen Ausbildungswege zum Erzieher, Sozialassistenten oder Kinderpfleger und über die Fachoberschule Gesundheit und Soziales erfahren. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Und nach den Kurznachrichten geben wir kurz ab in die Werbung, sind dann aber gleich wieder da mit weiteren Themen. Genießen Sie die besten Steaks und Grillspezialitäten in Ihrem Steakhouse Los Gauchos in Schönebeck. Lassen Sie sich im modernen und stilvoll eingerichteten Restaurant verköstigen, entspannen Sie bei einer Tasse Kaffee oder stoßen Sie mit einem leckeren Cocktail an. In unserer Mittagskarte finden Sie aktuell unter anderem Chicken Curry für 8,90 Euro, die mexikanische Fleischpfanne für 8,50 Euro oder Penne mit verschiedenen Soßen für nur 7,90 Euro. Die Angebote gelten wochentags außer an Feiertagen und Dienstagen von 11 bis 14.30 Uhr zusätzlich zur regulären Speisekarte. Besuchen Sie uns im Stadtpark Schönebeck in der Friedrichstraße 104. Ihr Steakhouse Los Gauchos. Frisuren neu erleben. Das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breiteweg 54. Denn wir machen mehr aus Ihrem Typ. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem! Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro.
www.elbemedien.de. Qualität, die sich bewährt. Die Fleischerei Berner aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Die Angebote in dieser Woche: Kasseler Nacken 100 Gramm zu 65 Cent, Schnitzelfleisch 100 Gramm zu 80 Cent, Rotwurst 100 Gramm zu 70 Cent und Lecho-Pfanne 100 Gramm zu 90 Cent. Aufgepasst, bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort auch mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Brumby, Güsten, Förderstedt oder Staßfurt, besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Schönebeck. Eine Stadt voller schöner Orte, Geschehnisse und Veranstaltungen. Über das alles sind Sie nun bestens informiert mit dem Schönebecker Stadtmagazin Salzperle. Informative und spannende Themen rund um die Stadt an der Elbe erwarten Sie. Die Salzperle erhalten Sie in verschiedenen Geschäften in Schönebeck. Natürlich auch hier bei uns bei der Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 in Schönebeck. Die Salzperle ist für Sie kostenlos und erscheint alle 2 Monate neu. Darüber hinaus finden Sie auf der Webseite www.salzperle.de weitere interessante Einblicke in die Stadt Schönebeck und ihre Umgebung. Die Salzperle, das Schönebecker Stadtmagazin. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zum Regionalmagazin heute am Mittwoch, den 19. Februar.
Mit dem Feuerwehrfest am kommenden Samstag haben wir Ihnen bereits eine Veranstaltung näher gebracht. Es warten natürlich noch zahlreiche weitere. Am Samstag, den 22. Februar 2020, lädt der Felgeleber Karnevalclub zu seiner Abendveranstaltung in den Braunen Hirsch ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19.19 Uhr in der Salzstraße 6 in Schönebeck-Grünwalde. Der Eintritt liegt bei 18 Euro pro Person und die Karten können ab sofort per E-Mail erworben werden. Kreismusikschule Bela Bartok und der Förderverein Freunde der Kreismusikschule Schönebeck e.V. laden große und kleine Musikinteressierte zum Tag der offenen Musikschultür ein. Am Samstag, den 29. Februar von 10 bis 13 Uhr stellen die Lehrer der Musikschule in der Tischlerstraße 13a sich und ihre Arbeit vor. Dieser Samstag der offenen Musikschultür bildet den Abschluss einer ganzen Schnupperwoche mit offenem Unterricht. Vom 24. bis zum 28. Februar stehen alle Räume der Kreismusikschule des Standorts Schönebeck von 15 bis 18 Uhr interessierten Besuchern offen. Am Samstag können viele Instrumente selbst ausprobiert werden. Zudem können Proben der Tanzgruppen in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12 Uhr besucht werden. Für das leibliche Wohl sorgt der Förderverein. In der Stadtbibliothek Schönebeck gibt es eine neue Ausstellung. Unter dem Titel Seelenhunde präsentiert Mandy Möbis ihre Werke. Die Autor-Hundefotografin legt dabei ein besonderes Augenmerk darauf, die Tiere in einer natürlichen Umgebung zu fotografieren. Die Ausstellung ist in den Räumlichkeiten am Stadtfeld 40 zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek zu sehen. Bis zum 1. März 2020 hält die Sonderausstellung Barbie-Puppen zwischen Alltag und Glamour Einzug in das Salzlandmuseum in Bad Salzelmen. Mit ihrer Barbie-Puppensammlung, die über 18.000 Exemplare fasst, steht die Düsseldorferin Bettina Dorfmann im Guinness-Buch der Rekorde. Etwa 300 Exponate werden in der Schau im Salzlandmuseum zu sehen sein. Besonders die Berufs- und Lebenswelt der Frau von 1960 bis heute werden bildhaft in Szene gesetzt. Die Ausstellung kann zu den regulären Öffnungszeiten des Museums besucht werden. Die NABU-Ortsgruppe Schönebeck lädt zum Vortrag über ein aktuelles und oft kontrovers diskutiertes Thema im Naturschutz ein: der Wolf in Sachsen-Anhalt. Referentin Antje Weber vom Wolfskompetenzzentrum Iden berichtet aus dem Leben dieses scheuen Raubtiers, gibt Einblicke in das landesweite Wolfsmonitoring und den mit der Rückkehr des Wolfes einhergehenden Konflikten und deren Bewältigung. Im Anschluss gibt es ausreichend Raum für Fragen und zur Diskussion. Der Vortrag findet am Freitag, den 6. März um 18 Uhr im Hoteldomizil in der Friedrichstraße 98a in Schönebeck statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Asin Bati, die Felsen am Horizont. So nannten die indianischen Ureinwohner die weithin sichtbaren Berge Westkanadas. Bis heute sind die schroffen Gebirge ein einzigartiges Naturparadies geblieben. Unsere Reise führt nach Vancouver Island und die Nationalparks der kanadischen Rocky Mountains. Lassen Sie sich entführen in den spektakulären Westen Kanadas und entdecken Sie auf einer spannenden Reise das Geheimnis der Felsen am Horizont. Die Multivisionsshow Kanada von Heike Setzermann und Dirk Vorwerk beginnt am Dienstag, den 10. März 2020 um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Schönebeck. Der Eintritt kostet 8 Euro. Weitere Informationen unter www.earthsecrets.de. Das Salzlandmuseum in Schönebeck-Bad Salzelm lädt herzlich zur Museumsnacht am 13. März 2020 ein. Einlass ist bereits um 18 Uhr und um 19 Uhr beginnt das Programm. Zu den Programmpunkten zählen unter anderem ein Kabarettduo, Live-Musik, Führungen und kulinarische Köstlichkeiten. Die Eintrittskosten betragen 10 Euro und der Vorverkauf findet im Salzlandmuseum statt. Am Samstag, den 14. März 2020, kommt die Kultband Karussell mit ihrem neuen Album Erdenwind in den Dr. Tollberg Saal in Schönebeck. Im Rahmen ihres aktuellen Programms spielt die Band um Joe Raschke, Reinhard Huth und Jan Kirsten poetische Songs ihres nun 9. Studioalbums sowie ihre größten Hits. Karussell überzeugt auf der Bühne mit ehrlicher, handgemachter Musik und begegnet dem Publikum hautnah. Einlass ist am 14. März um 19 Uhr und Beginn der Veranstaltung um 20 Uhr. Karten für das Konzert gibt es ab sofort bei Schönebecks Touristeninformation. Rückfragen werden gerne telefonisch entgegengenommen.
Und jetzt sollten wieder alle Musikbegeisterten aufpassen, denn sie haben wieder die Chance, eine CD zu gewinnen. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Schau mal, was hinter uns liegt. Es wäre doch Zeit, mal stolz zu sein. Mit dem neuen Album Ich muss dir was sagen, lädt Kerstin Ott ihre Hörer ein, sie hat weitere Stückchen auf ihrem aufregenden Weg zu begleiten. Marmeladenglas-Momente sind die, die ich jetzt brauche. Berührende Geschichten über Höhen und Tiefen, in denen Kerstin Ott von Liebe, Stärke und Hoffnung erzählt. Aber auch von Einsamkeit und dem harten Kampf, so sein zu dürfen, wie sie ist. Ich gehe meinen Weg und hör damit nicht auf. Auf ihrem neuen Album präsentiert sich Kerstin Ott um einiges direkter und sensibler als auf ihren beiden Vorgängeralben. Es erwarten sie 13 Songs direkt aus dem Leben. Sie folgt den eigenen Schritten. Den Abschied auf den Lippen. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Das neue Album von Kerstin Ott, unser aktuelles Medium der Woche. Sie wollen eine dieser CDs gewinnen? Dann beantworten Sie mir doch folgende Frage. Wann findet denn die Museumsnacht im Salzsandmuseum statt? Wenn Sie die Antwort wissen, dann rufen Sie an unter 03928 40 57 70 oder schicken eine E-Mail an redaktion@elbemedien.de. Bis zum Freitag haben Sie Zeit, denn dann wird ausgelost. Und eine weitere Veranstaltung findet am kommenden Sonntag statt, der 66. Rosenmontagsumzug. Wir blicken noch einmal zurück auf den Umzug von 2019 und wünschen dabei gute Unterhaltung. Lange haben unsere Fans gelitten, denn über Jahre waren wir zerstritten. Nicht in Madrid, London oder Paris, die Spice-Girls starten immer in Rallyes. Wir grüßen die Spice-Girls mit einem kräftigen Rallyes. Rallyes! Rallyes! Das Grauen schleicht von Haus zu Haus, die Geister haben uns geschickt, darum sind wir nun an die Wir grüßen den Walking Dead mit einem kräftigen Rallyes! 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 Ob euer Kürbis meiner Größte wird, seht ihr zum Kürbisfest beim Tannen. Die Kürbisfreunde, ein kräftiges Rallyes! 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 Unser Kürbisfreunde noch ein kräftiges Rallye hoch! Rallyes! Rallyes!
Lavo Power Endpiece, 50 Jahre Karneval Radies. Unsere Hippies von Woodstock, ein kräftiges Radies! 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 Eingesogen und ich bin erstaunt, der Bus hält schon die zweite Runde durch, sehr erfreut. Wir grüßen die Hippies Kräfte, Radies! 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 Hallo! Die Welt ist fantastisch schön und bunt, so bunt wie Bonbons, und lasst uns auf die Reise gehen. Reifzug durch die Savanne. Unsere Savannenfreunde, ein kräftiges Radies! 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 In Grinde sind alle Blumen verdorrt, drum ziehen die Bienen von dort fort. Sie sind hier in Radies eingetroffen, unsere Bienenfreunde. Wir sind voller Optimismus, damit hier auch in diesem Jahr wieder viele, viele Bienen rumschwirren und fleißig den Honig sammeln. Unsere Radieser Bienenretter, ein kräftiges Radies! 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 Den Dorfteich gibt es schon lange nicht mehr, wo bringen wir einen neuen her. Unsere Angelfreunde aus Radies, ein kräftiges Radies! 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 Heute Abend wird der Wal zerlegt, den sie gefangen haben in der Gaststätte. Heute gibt es Walfilet. Hört der Regen auf, muss die Mutti drauf. Unsere Umweltfreunde, das Ökomobil, ein kräftiges Radies! 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 Unsere Umweltretter retten die Umwelt mit den kleinen Likörchen an Bord. Und das finde ich in Ordnung. Wir begrüßen euch mit einem dreifachen Ele-Ele. 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 Das kommt ein bisschen zu früh. Oder so. Oh.
Und hattest du auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule etwas Zeit, nahmst du den Walkman, denn er war abspielbereit. Den Walkman und ein kräftiges Rallies! 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 Donners sind wieder da. Wir begrüßen Sie mit einem kräftigen Rallies. 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 Umformer und Brüsselator arbeitet er wie ein Extrator. Eine saubere Umwelt liegt uns am Herzen, auch wenn wir lustig sind und scherzen. Unsere Umweltfreunde, ein kräftiges Rallies! 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 Das also ein Rückblick auf die Veranstaltung vom Jahr 2019. Wir blicken jetzt noch voraus auf die Wetteraussichten für die kommenden Tage. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Nach einem durchwachsenen Start begrüßen wir Sie recht herzlich zur Wettervorschau der zweiten Wochenhälfte. Grau und bedeckt verhält es sich auch weiterhin am Donnerstag. Kühle 2 Grad erwarten uns in den Morgenstunden. Das Thermometer klettert auf maximal 8 Grad. Neben Regenschauern müssen wir auch mit starken Windböen rechnen. Nach dem ungemütlichen Wochenstart schaut am Freitag erstmals wieder die Sonne hervor. Dennoch bleibt es kühl bei Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad. Zum Samstag ziehen dann wieder graue Wolken auf, die auch den einen oder anderen Schauer mitbringen. Vom Sonnenschein kriegen wir am Wochenende nichts mit. Allerdings steigt die Temperatur leicht auf maximal 10 Grad. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen eine angenehme Restwoche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck.
Es bleibt weiterhin also grau und bedeckt. Mit diesen Aussichten endet das Regionalmagazin für Mittwoch, den 19. Februar. Ihnen eine gute Restwoche, einen schönen Abend. Wir sehen uns am Freitag um 18 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Tina Bonas.